Vertiefte Partnerschaft. Das war Olaf Scholz' Ziel bei Ankunft in Brasilien, seiner letzten Südamerika-Station. Mit dem frisch gewählten linken Präsidenten Lula da Silva verbindet den Bundeskanzler viel. Der Wunsch nach mehr gemeinsamem Handel, Klimaschutz, der Erhalt des Regenwalds und das Bekenntnis zur Demokratie. Dementsprechend herzlich der Empfang. Ihr habt gefehlt, lieber Lula. Du siehst, wir haben gemeinsam viel vor und ich freue mich in der Tat auf eine gute, lange Zusammenarbeit. Die Chemie scheint zu stimmen zwischen den beiden, bis die Sprache auf die Ukraine und Russlands Angriffskrieg kommt. Dieser Krieg ist keine europäische Angelegenheit, sondern er geht uns alle an, weil er ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht und die internationale Ordnung ist. Scholz will Lula ganz offensichtlich in die Pflicht nehmen. Seit Monaten gibt es Forderungen, Brasilien möge Munition für deutsche Panzer an die Ukraine liefern. Für den Gepard und den Leopard. Dem erteilt Lula eine klare Absage. In Brasilien haben wir kein Interesse daran, Munition zu liefern, damit sie in diesem Krieg zum Einsatz kommt. Lula pocht in den Gesprächen auf Brasiliens Neutralität. Militärisch will er sich keinesfalls in diesen Krieg mit Russland hineinziehen lassen. Eine diplomatische Vermittlerrolle jedoch kann sich der 77-Jährige durchaus vorstellen, in enger Abstimmung mit China. Brasilien ist bereit, Verhandlungen für einen Frieden anzuführen, zusammen mit China und Ländern wie Indien und Indonesien. Scholz wirkt leicht überrascht. Dabei ist Lulas Weigerung, Munition zu liefern, keine neue Position. Schließlich pflegt Brasilien mit Russland und China enge Beziehungen innerhalb der BRICS-Staatengruppe. Ja, es ist tatsächlich so, dass für aus brasilianischer Sicht die Beziehungen zu den anderen BRICS-Staaten wirklich unheimlich wichtig sind und dass natürlich die Gefahr bestand, dass ein Ansprechen auf diese Themen zu Dissonanzen führen könnte. Insofern zeigt das, dass es auch starke Divergenzen zwischen Brasilien und Deutschland gibt im geopolitischen Bereich. Was Scholz über eine mögliche Vermittlerrolle Lulas denkt, behält er für sich. Bei Abreise ist klar, Brasilien und Deutschland wollen eng zusammenarbeiten in der Wirtschaft und beim Umweltschutz. Beim Thema Ukraine jedoch trennt beide Länder einiges.